Schaut euch mal diesen Batzen TK-Spinat an. Scheiße. Das muss wohl absolute Verzweiflung sein. Die Soße geht nicht, nichts, das ist eine Katastrophe, Mann. Das ist ja kein Essen. Du redest von Champions League, kochst aber dritte Landesliga. Ich dreh durch, Mann! Markus, der Koch. Okay, ja gut, er ist aber nicht nur der Koch, er ist auch der Pächter, er ist der Chef, ne? Und er kennt sich mit Zahlen nicht aus und boykottiert praktisch das ganze Zahlenwerk, schiebt alles auf die Susanne, ist auch bescheuert. Ja. Ich kann einfach nicht mehr. Ich finde mich als Koch gut, ja, weil ich einfach versuche, kreativ zu sein und weil ich ganz einfach probiere, das, was ich mal in der Sterneküche, da durfte ich mal eine Woche mitarbeiten. Sehr überzeugt wirkt er, ne? Das ja. Und das und Sterneküche, Gourmetküche, bla bla bla. Also sehr eingenommen von sich selber. Mhm. Ist ja mal okay, wenn es passt. Ja? Wenn es passt. Schaut euch das an. Schon ein Fachwerk aus. Richtig schönes Fachwerk. Sehr schön. Das schaut gut aus. Ja. Gehen wir rein? Oh. Hallo. Hallo, Mike. Servus. Hallo, hier ist der Forum. Machen wir es so, oder? Das ist ja richtig nett. Kleiner, ja. Fein. Kleiner, sehr stylisch. Ist Essen auch so fein? Wir werden es gleich rausfinden. Oh, das ist aber interessant hier, Leute. Sterneküche von Karl. Ja, genau. Oder gehen Sie in die Lehre bei einem privaten Kochkurs der Kunst der Sterneküche von Karl-Heinz Hausen. Naja, klingt aber schon so ein bisschen. Also da wird die Erwartungshaltung jetzt gleich mal hoch, ne? Während des Bewerbungsvideos wissen wir ja, dass er alle 6 bis 8 Wochen die Konzepte ändert. Also das Konzept für heute steht. Es gibt keine Änderungen heute. Ich kann bestellen und das schön. Gerne. Also ich hier ganz unseren Salat mit der Leber. Ich nehme den Salat Griechenland. Kalbsgeschnetzeltes. Ein Wiener Schnitzel und ich hätte auch gerne das Rumsteak noch versucht. Den Lammrücken. Die rote Betesuppe. Ich hätte gerne noch mal den Schafskäse mit den Pfefferkirschen, bitte. Ja. Ich möchte noch irgendwas von ihm. Also er soll das Beste, das er heute als Hauptgang so drauf hat, als Hauptgang mir noch zusätzlich Fleisch oder Fisch? Machen. Ist mir egal. Ich weiß, ich bin gut vorbereitet. Ich weiß, das, was wir machen, ist qualitativ, hoffe ich, denke ich, weiß ich, gut. Schafskäse mit Kirschen. Bisschen grober Pfeffer, das wird gratiniert und dann kommt frittierter Lauch drüber. Ich kann das gut vertreten, was ich da auf der Karte stehen habe. Wo ist der Schaum? Das bin ich, darf ich? Ich bin einfach mal, ja. Du hast gesagt Schaumsüppchen, wo ist der Schaum? Hat die ausgeschäumt? Ja. Hat schon ganz schöne Haut für eine Schaumsuppe. Sehr krass, also überwurzt, komplett überwurzt, oder? Ich würde mal sagen, die schmeckt nach Pulver. Also da ist nachgeholfen worden. Aber nach was schmeckt sie nicht? Nicht nach Riesling und nicht Knoblauch. Nach Knoblauch. Ja. Knoblauch. Ja. Es war so ein weißer Pump, der stark an Bundeswehrzeiten erinnerte. Und ich war sehr enttäuscht. Aber da muss ich jetzt mal sagen, das hat jetzt mit gehobener Küche gar nichts mehr das zu tun. Das ist sehr. Also einmal also ist der Tellerrand schmutzig, dann ist er vollgeschmiert und das ist so eine batzige Riesenportion. Markus deklariert seine Küche als Sterneküche. Wenn das Sterneküche ist, dann wäre mein Restaurant schon längst leer. Und er schmeckt nach nichts? Entschuldigung, bitte. Schmeckt. Noch nichts. Ja, das schmeckt nach gar nichts. Also da ist das Salz mal vergessen worden, aber ein Haufen Knoblauch dran. Warum mache ich denn sowas als Koch in meinem Restaurant? Ich meine, sowas will ich ja nicht mal zu Hause. Schaut euch mal diesen Batzen TK-Spinat an. Ja, ja. TK-Spinat, billiger Käse, verkochte, unabgeschmeckte Spaghetti und dann irgendwie knapp 10 Euro verlangen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Kirschen und Schafskäse und verbrannter Lauch, das sieht nicht schön aus, oder? Nee. Das ist wie gewollt und nicht gekonnt. Scheiße. Wollte ich nicht sagen, schmeckt bescheuert. Ich hab also das ist, das ist eine Kreation, die weit weg ist von Kochen. Das braucht kein Mensch. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob sowas schon mal in einem Kochbuch abgedruckt wurde. Ich weiß nicht, woher er das holt. Das muss wohl absolute Verzweiflung sein. Also wenn das jetzt so weitergeht, wissen wir, wo das Problem liegt. Ne? Bei dem Gericht kann ich dir sagen, da kannst du nichts erobern. Karl-Heinz Hauser wird jetzt sagen, das ist nicht von mir. Ja. Vor allem, er wird sich vor allem überhaupt gar nicht freuen, wenn er so eine Qualität sehen würde. Er schmückt sich mit fremden Federn, mit anderer Leistung. Es ist einfach peinlich, wenn man sich auf Kollegen beruft, irgendwie, die wirklich Geschichte schreiben in der Gastronomie und sagt, man kocht auf dem Niveau und trägt das nach außen und serviert dann so einen Schmarrn. Ich habe ja schon mal in der Sterneküche mitgeholfen und weiß, was da abgeht. Ich glaube, so im Großen und Ganzen passt das. Was ist da passiert? Was sind das für Bremsspuren? Sagt sie nichts mehr. Balsamico ist das, ne? Was kostet das? 19,80. Also ich habe jetzt hier einen Salat für 11,90. Mhm. Und ich habe hier also metallisch schmeckende Oliven und ich habe einen komplett totgratinierten Ziegenkäse. Und das war's. Mein Fleisch wäre schön paniert. Ja. Wäre auch schön gebraten, aber Salz vergessen.
Da ist schon wieder, packt das alles schon wieder für die Katz. Dieses ganze Getütel hier außenrum mit der fertigen Balsamico-Glas, das hat nichts mit Sterneküche zu tun. Ne? Das ist irgendwie was Krankgewurstetes mit so einem riesen getrockneten Pflaumen. Mein Fleisch, sehr gut gebraten, sehr gut gebraten. Ja. Aber überhaupt nicht gewürzt ist man. Und das auch nichts. Gar nichts. Kein Salz, kein Pfeffer, nichts. Man hat einfach eine leichte Vermutung, dass Markus vorher irgendwie in Senioren- und Altenwohnheim gekocht hat. Da lässt man ja Gewürze auch bekanntlichermaßen weg. Markus probiert selten sein Essen. 24 Euro. Ja. Die Soße geht nicht, nichts, das ist eine Katastrophe. Also ich muss echt sagen, mir tut's leid. Ja? Also ich stelle das auch weg. Das kann man auch wegstellen. Das ist Rind und Kalb, treffen sich in Trüffeljus mit Garnele und Räucherlachs. Es ist ja kein Essen. Nee, was ist denn das? Das da, das gehört auf ein Buffet. Okay. Ja. So, das da gehört mit Cocktailsoße und Salat in ein Glas. Ja, das da, das gehört im Mülleimer. Ich glaube, das ist so ein Meet and Greet für kulinarisch Ahnungslose. Ich möchte einfach nur den Preis von dem Gericht haben. Du, das Gericht, was du gerade gemacht hast, diese Kombination aus Kalb und Rind, ja. Was kostet das denn? Ich habe leider keinen Preis unten stehen. Das kostet 18,90 Euro. Oh, alter Schwede. Für mich hat er von der Küchenleistung und von der Kalkulation einmal komplett verloren. Und das ist für mich auch eindeutig. Aus diesem Grund ist das Restaurant leer. Du legst ja die Messlatte fest. Ja? Der Laden ist geil. Ein geiler Laden, nette Leute, sympathisch, alles sauber, alles gepflegt. Das Essen kann ich mithalten. Und das hat mit dir zu tun, glaube ich. Ne? Du redest von Champions League, kochst aber dritte Landesliga. Wir haben hier jetzt ungefähr einen Materialwert ja, von 2,50 Euro, wenn es hochkommt. So, und du verlangst aber knapp 20 Euro dafür. Die Preisgestaltung ist echt der Wahnsinn. Und was ich einfach wahnsinnig finde, ist, ich glaube, du übertreibst und du bietest was an, was du nicht beherrschst. Also ich sage jetzt mal, die Essen, die jetzt hier so runtergegangen sind, sind meines Erachtens nicht gerade stellvertretend für das, was wir normal machen, weil einfach die Frequenz und die vielen verschiedenen Sachen auf einmal in dieser engen Küche war. Du hast 45 Sitzplätze hier. Wir sind zu dritt, Mann. Wir sitzen an einem Tisch und ja. Bestellen für 6. Du hast aber 45 Plätze. Hör auf in der Küche. Man muss natürlich auch sagen, dass ja nicht jeder Gast dieses fachliche Wissen und diesen Background hat und diese Erwartungshaltung eben auch hat wie ein Koch. Ungern geben wir ein Urteil jetzt also über die allgemeine Situation am ersten Tag ab. Aber der Service war wirklich gut und zuvorkommend. Das heißt, wir sehen jetzt hier also tatsächlich das Problem bei dir. Also in der Küche. Also ich würde mal jetzt Folgendes sagen, die Rechnung zahlen wir nicht. Okay, wir gehen. Dafür, aber im Gegenzug bringen wir das Kochen bei, okay? Wie kalkulierst du eigentlich? Also das muss ich jetzt wissen. Weil also die Preise sind so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Wie kommst du auf 24,80 oder 24,90 für den Hauptgang Lammrücken von gestern? Was kostet das Kilo Lamm? Das Kilo Lamm kostet 20 Euro. Okay, was hast du dann an, was hast du an Gewicht? Was liegt auf dem Teller? Gestern? Ich würde schätzen 150 bis 180 Gramm. 100 Gramm kosten dann 2 Euro, 150 genau. Gramm kosten 3 Euro. Zuzüglich das Material, das aus der Kruste verwendet wurde, die ja keine Kruste war, plus die 2 Kartoffeln, die einfach nichts kosten. Du hast einen Weineinsatz von, ich sage, 3,50 Euro, 3,80 Euro bei diesem Gericht. Kalkulierst dann aber volles Programm, Faktor 7, Faktor 8. Und das war dann, die Proportion hat nicht gestimmt. Er ist kein guter Unternehmer, er ist kein Vollblutgastronom, das ist das Problem. Ich setze eine Jus ganz klassisch an, Rinder- und Schweineknochen heiß anbraten, dann kommt Suppengemüse dazu, dann kommt Tomatenmark, Mehl dazu, das Ganze wird mit Rotwein abgelöscht und so ungefähr 3-4 Stunden köcheln lassen. Okay, also wir reden von einer klassischen Demi-Glas, aber wenn du jetzt eine Lammgeschichte, ein Lammgericht, dann ist das einfach keine Lammsoße. Ne? Ja. Und das ist halt das Geilste, also da muss man sich dann schon die Mühe machen, Lammknochen zu kaufen. Was ist das da gewesen? Hallo? Das ist Brühe. Wie, was Brühe? Das ist Brühe, gekörnte Brühe. Es geht los, Herr Markus. Ja, mit was bindet ihr denn ab? Mal auf, was ist das da? Das ist Brühe, oder wie? Das ist Brühe. Das heißt, diese fertige Geschichte? Ja. Also abschmecken heißt nicht sowas hier, ne? Es ist ja in vielen Gastronomien, dass tatsächlich so gewürzt wird, wie ich das hier mache, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Und jetzt schneid mal da die ganze Batterie ab. Da mal Schere her, Thymian rein, Rosmarin abschneiden, reinschmeißen mit Knoblauch, mit Schale. Wacholderbeeren hast du sicherlich auch hier. Und ich mache nichts anderes, wie lass das kochen. Nur mit den Kräutern mal. Und dann testen wir es. Okay. Wie schaut es eigentlich aus mit der Stimmung? Also unter euch und dann mitten Markus? Also die Sache ist, dass Markus uns halt auch immer vorwirft, dass wir ihn nicht ernst nehmen, dass wir ihn auch nicht als Chef ansehen. Wundert mich nicht. Guck mal, Mike, ich lasse mir meinen Lammrücken vakuumieren. Sehr gut. Marinier mir den gleich mit Thymian, mit Knoblauch, mit Olivenöl, mit frischem Rosmarin. Ja.
Und so bewahre ich das auf und nehme das dann immer portionsweise raus und vakuumiere das wieder. Schau mal, die Ansätze passen, ne? Aber es war nicht gesalzen gestern. Eben. Und dann ist wieder alles flach. Wann kommt denn bei dir mal ein schöner, frischer Pfeffer aus der Mühle drüber und wann kommt ein bisschen Salz drauf? Das Salz habe ich jetzt. Ich habe hier eine Salz-Pfeffer-Mischung. Okay, ja. Die Scheiße. Diese scheiß Pfeffermischung, das ist alles nix. Kannst du nicht, da kannst du mischen, wie du willst. Das schmeckt doch alles scheiße. Also ich habe hier auch groben schwarzen gekannten Pfeffer. Auch scheiße. Du hast ab morgen eine Pfeffermühle, richtig schön mit Pfefferkörnern drin, schwarz am besten, okay? Und eine mit weiß für den Fisch zum Beispiel, ja? Habt ihr euch gestern Abend eigentlich mal zusammengesetzt, nachdem wir gegangen sind? Also wir haben uns mit dem ganzen Team zusammengesetzt. Also erstmal war Markus nicht da. Markus ist hoch in die Küche und fing an, Geschirr rumzuschmeißen. Dass ihn unsere Kritik nicht interessiert, finde ich eher schockierend. Wenn Markus eben die Ratschläge, die Kochprofis ihm geben, nicht annimmt, dann kann das auch nicht weitergehen. Also das ist der Anfang vom Ende. Ich glaube, wir sollten uns alle mal zusammensetzen. Ich habe jetzt gerade eben erfahren, dass du uns eigentlich gar nicht ernst nimmst und die Kritik als nichtig empfindest. Das habe ich nicht so gesagt. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das so massiv kommt. Und vor allem hatte ich definitiv nicht damit gerechnet, dass es nur mich und meine Person und meine Küche betrifft. Okay, ist es so oder ist es nicht so? Oton, wie kann das dann sein, dass die Kochprofis sagen, es ist schlecht? Das kann ja gar nicht sein. Die Gäste sagen ja, es ist gut. Hast du das gesagt? Ja, ich habe aber auch. Du hast aber auch keine Gäste, weißt du? Mein, aber das Problem liegt doch hier viel tiefer. Was ist denn mit euch los jetzt? Ich weiß nicht, ob die Veranstaltung morgen hier stattfindet. Okay. Darum geht's. Und warum? Weil ich kann nicht mehr und andere vom Team können auch nicht mehr. Das Thema hatten wir schon oft. Bei zigtausend Perso-Versammlungen. Genau das, was wir eben gehört haben, haben wir immer gehört. Und passiert ist gar nichts. Das heißt, da ist eine Entschuldigung, nimmt sie gar nicht an. Dein Team steht nicht mehr hinter dir. Das erleben wir hier gerade. Ich mache das keinen Tag länger mehr. Ich kann nicht mehr. Für mich ist der Punkt gekommen. Es tut mir leid. Ich kann mein Versprechen, dass ich die 3 Tage wegen euch durchhalte, nicht mitmachen. Ich glaube kaum, dass er das nochmal hinkriegt mit dem Team. Morgen kommen wir und wissen noch nicht mal, ob irgendwer uns die Tür aufsperrt, ne? Das sind alles 1000 Fragezeichen, die da im Moment vor mir stehen. Wie es halt weitergeht, wie sich das Team entscheidet. Was auch immer die letzten 2 Jahre gelaufen ist, wir haben am Anfang gesagt, wir stehen hinter dem Projekt, dass die Kochprofis kommen. Und ich finde, dann sollten wir es auch bis zum Ende durchziehen. Ich bin erleichtert. Wie gesagt, ich werde alles dafür tun, um demnächst mehr auf euch einzugehen, um euch zufriedenzustellen. Sag schon mal Danke und hoffe jetzt auf einen guten Neustart heute. So, guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Das ist die letzte Chance für ihn. Und sie halten noch einmal die Hand für ihn ins Feuer. Aber sicherlich kein zweites Mal mehr. Der Laden, der gibt das einfach vor. Ne? Es muss einfach eine gute Küche hier stattfinden. Ja. Wir passen die Küche halt auch dem Restaurant an. Mein Hauptgang machen wir einmal Fisch, einmal Fleisch. Also auch lecker und wir müssen einfach gut kalkulieren. Das ist alles. Also dann stellen wir die Karte vor, oder? Einmal schmoren, einmal beizen, einmal also Niedertemperatur und einmal kurz gebraten. Also du wirst einmal so einen Querschnitt durch verschiedene Garmethoden auch kriegen. Wenn du das merkst, ja, dann wirst du auch auf verschiedene Lebensmittel umsetzen. Wie schaut es denn aus? Würdest du das Fleisch jetzt mal salzen? Weil Salz zieht ja Wasser. Ja, würdet ihr das machen? Wenn ich es jetzt anbraten würde, würde ich salzen, ja. Also ich auch. Das war eine Fangfrage. Ja, also ich salze mein Fleisch auch immer davor, denn ja, du hast bestanden. Denn so viel Wasser kann das Salz innerhalb von den 30 Sekunden überhaupt gar nicht ziehen. So, und jetzt habe ich hier nämlich meinen wunderbaren leckeren Bratensaft. Das war jetzt hier drin. Das habe ich alles aufgefangen und ab in den Ofen. Die Beize kann man ruhig zweimal hernehmen, ja? Das heißt, du kannst dann 12 Kilo Lachs beizen mit einem Beizansatz. Das entspricht mit Sicherheit irgendwie 100 Portionen, 120 Portionen. Das heißt, so kann man Geld verdienen, okay? Jetzt geht's los. Das sind Lorbeerblätter. Das ist super, 100 Punkte. Jetzt geht's einen Schritt weiter. Was ist das? Sternanis. Sternanis, wunderbar. Das ist gut. Schau. Was ist denn die kleine Saat da drin? Schau mal. Die helle? Fenchel. Fenchel, sehr gut. Was ist die dunklere Saat, die Schwarzer kleinere? Schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Was ist das da? Wacholderbeeren. Nein? Nein. Piment. Okay. Folgendes, das geben wir jetzt in den Topf, okay, ohne Fett. Anschwitzen. Anschwitzen ein bisschen, also anwärmen. Ne, kommen die ätherischen Öle schön, wenn freigesetzt und das Ganze hat ein volles Aroma. Sehr spannend, dass alles mit so viel Gewürzen aromatisiert wird. Ja, so habe ich vorher nicht gekocht. Diese Dinge, die gibt es auf seiner Festplatte nicht. Ne? Also da hat er dann schon mal echt reingeschaut. Und die Knoblauch gebe ich dazu. Okay.
Setzen wir da unten rauf, dass vom Geschmack her mit sowas mit reingeht. Ingwerscheiben habe ich dazu geworfen. Mal so ein Tomatenmark. So, das sind die kompletten Tomatenabschnitte, ne? Alles. Auch Zwiebelabschnitte. Achtung, geht's? Schmeißt ein Basilikum rein. Salz und Zucker. Das Kochen heute mit Mike fand ich genial. Jetzt gehen wir mal an den Seeteufel. Seeteufel ist ein Salzwasserfisch, der einen ziemlich großen, ziemlich runden Kopf hat, ungefähr ein Drittel des Körpers. Und, aus welchem Meer? Wo kommt der meistens her? Atlantik. Atlantik, okay. Okay. Ich mache eine Seite und dann seid ihr dran, okay? Ich lasse den Benny den Vortritt. Nee, der Chef macht als erstes. Wenn du so einzeln mal so reinhakst, ist die Gefahr, dass du immer falsch immer wieder ins Fleisch schneidest. Einfach wirklich einmal ansetzen und so versuchen durchzuziehen. Ich glaube, jetzt schneidest du den Knochen. Darf ich kurz? Schau mal da, da schneidest du jetzt gerade rein. So, ich habe jetzt hier 2 Eigelb, 2 Eier und 4 cl Haselnuss-Schnaps da drin, okay? So, du kannst mir jetzt die 4 Blatt Gelatine ausdrücken und hier reingeben. Ausdrücken, genau. Halt. Ich drehe durch, Mann. Ich muss einfach zu viele Sachen erklären, die da nicht dazugehören. Wasser und Fritteuse, was passiert da? Es fliegt uns sowas von um die Ohren, dass es nur kracht. Grundregel Nummer 1. Wasser und Fritteuse ist Gift. Das Kochen heute Abend wird mit Sicherheit zur Herausforderung. Einmal japanischer Lachs, wir haben als zweites. Einmal Seeteufel, einmal Lammstelze, einmal Stubenküken. Los, komm, Attacke. So, Polenta mittig anrichten. Er hat sich auch nicht wirklich so eingebracht, wie ich mir das jetzt vorstelle. Der Markus hat natürlich schon ein paar Probleme mit dem Tempo mitzugehen. Aber auch das kann man üben, üben, üben. Einmal Lamm, einmal Seeteufel. Einmal Lamm, einmal Seeteufel. Tomaten einmal. Seeteufel und Stubenküken. Einmal Stubenküken. Das ist schön jetzt. Wir sind hier eingetrudelt und haben noch, wie soll man sagen, was Desolates vorgefunden. Ja? Fachlich ein bisschen Mängel. Emotional ein paar Mängel und wir haben versucht, das zu beheben. Es gab viele gute Gespräche und das Resultat habe ich heute eigentlich auf dem Teller gesehen. Ne? Also ich muss sagen, sensationell mitgekocht. Er ist von den Ansätzen her sicherlich gut, er muss es einfach jetzt einfach umsetzen. Applaus nochmal, ihr seid gecheckt.